Klasse Ballgewinn durch Neues, vielleicht der Konter, Gräber war rechts mit dem geilen Querball. Und das ist die erste Torchance. Der Torwart pariert. Oh, auf der Linie gehalten. Klasse Einschub. Wir sind jetzt im Aufbau. Neues zuerst im Halbfeld. Tiefer Ball über die linke Bande, schön hochgespielt. Und der Lupfer, und der geht rein. Das ist ganz bitter. Rückhand Lupfer. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja. Hat der Torwart, glaube ich, nicht mitgerechnet. Retter liegen unten, der kleine Rückhand Lupfer durch die Beine. Super ärgerlicher Start. Weiter geht's. Klasse Ball links unten und der... Oh. Pariert vom Torwart. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Da sehen wir es nochmal im Replay. Wirklich stark gehalten vom Torwart. Weiter geht's. Schnell ausgeführt von Neuss. Tiefer Ball rechts unten auf die Bande. Gute Bretter. Klasse Ballgewinn durch Iwoto. Und der hat jetzt nein. Direkt der Konter durch DC. Direkt drei Neusser dabei, der Kontakt wieder hinten rum. Langer Ball über die Bande. Und das 2:0. Langer Ball rechts unten auf die Bande. Sind wir sehr weit am Gegenspieler weg. Heute langer Ball. 1 gegen Torwart. Und das 3:0. Wir sehen nochmal die Wiederholung. Klasse gemacht. Starke Tor. Schwierige Anfangsminuten. 7 Minuten sind jetzt gespielt. Ich habe jetzt auch ins Brett gespielt gesehen. Ah, klasse, schöner Seitenwechsel. Direkt in den Torwart. Und es gibt die Ecke. Die Neusser stellen sich wieder auf. Bis gleich versuchen, vielleicht. Ablage und ja. Ja. Da ist das 3:1 Anschlusstreffer. Sehen wir es nochmal. Wiederholung. Er ist einfach hart. Innenposten und dann rein. Neus jetzt vorne mit Druck. Klasse Ball. Schön aufgelegt auf Bassi Dragun, der über links kommt. Klasse Ball! Oh ja! Klasse gespielt da von den Neussern. Geil gespielt! Nochmal die Wiederholung. Klasse Ball da erstmal. Schön aufgelegt. Dann das Auge für den Pass. Klasse. Der setzt ihn rein. Stark gespielt von Neuss. Fehlpass DSD für den Konter. Die linke Seite, klasse Doppelpass. Geiler Ball! Oh! Wow! Mega schön aus Kontakt. Ja, der Ballgewinn. Wieder Ballgewinn für den Neusser. Machen da ordentlich Druck. Klasse Ball über die rechte Bande. Wer kommt da mit?
gut abgefangen da vom DSD. Jetzt geht's schnell beim DSD. Guter Querball. 7 Meter, halb in 7 Meter. Nochmal anschauen. Haben sie es schnell gespielt. Gut gemacht. Dann. Weitergeleitet von Basti Dragun auf die linke Seite und der Hepper war das gehalten auf der Linie. Okay. Nochmal die Wiederholung. Da den Ball links aufgelegt. Tempo. Und ja, hat er gut mit dem Schläger gehalten. Ballgewinn aus. Also Auskontakt durch die Mitte. War sein schöner Ball auf die linke Team. Seite. Draus machen. Ja. Ah, die ist da tief unten. Macht das super. Wieder hinten raus. Nochmal tiefer Ball links. Oh. Klasse davor gespielt. Die ist jetzt nur noch zu viel. Bewegung da rein. Ja! Stark da zusammengespielt. Geil gemacht. Damit gehen die Neusser mit einer Führung in die Halbzeit. Gucken wir uns nochmal die Wiederholung an. War mehr Glück als Verstand. Das ist also unfassbar. Tief rein, Schläger unten. Ja. Läuft. Okay. Das war aber der Halbzeitsieg, ne? Ja. Sagen. Ja, damit gehen wir jetzt in die Halbzeit. Gleich geht's weiter. Aktueller Spielstand 4:3 für die Neusser. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
erste Schnittstellenball. Und da ist das Ding drin. Da ist der Ausgleich. Nochmal Wiederholung. Ja, der Ball durch die Schnittstelle war natürlich mega. Ball da schön an der rechten Bande durchgelegt. Sieht man auch nicht. Oh, ist nicht so richtig zu erkennen. Und was sehen wir jetzt? Vielleicht eine Ablage in die Mitte. Du bist nicht auf dem Platz. Stell dich doch jetzt einfach auf, komm. Und der Zieher vorbei. Und das interessant. Da. Lange. Durchgelassenen. Schade. Oh, nicht hat er nicht getroffen. Richtig getroffen. Hat er die nicht mal. Entschuldigung, wollte nichts vorweg. Alles gut. Nochmal die Ecke. Erneute Ecke. Ja. Die war jetzt auf jeden Fall berechtigbar. Fuß. So wollte ich das erkannt haben. Ah, da in der Wiederholung sieht man es nochmal. Hat er den Ball nicht richtig getroffen. Bande vom DSD. Sehe ich gerade nicht. Ecke. Der hat jetzt von hier ins Brett gespielt, aber ich habe es auch nicht gesehen. Vielleicht sehen wir es nochmal im Replay. Oh. Ich sehe es trotzdem nicht. Ich habe da jetzt auch nichts gesehen. Die Ablage und haben wir. Ui, haben wir tatsächlich. Woher wusstest du das? Ja. Oh, oh, was ist jetzt passiert? Und das ist, oh ja, Schubsen. Etwas geschubst, dann kriegt der Nummer 20 von Neuss eine gelbe Karte. Er ist auch zu dritt. Die Ablage. Oh nein! Ärgerlich. Abgerutscht und dann ist sie auch noch drin. Der ist wirklich langsam ins Tor gekullert. Also, der war abgerutscht. Ja. Nochmal die Wiederholung. Ausgabe, Ablage nach innen. Ja, na, ärgerlich. Naja, trotzdem Tor. Neu steht jetzt tief hinten drin. DC probiert noch mal einen letzten Ball zu bringen. Klasse abgefahren! Da kann das Ding sein. Und jetzt gibt die Ecke. Und die gelbe Karte, da ist das Ding. Klasse gemacht. Schön gemacht.
jetzt für Neuss ohne Torwart und die ist natürlich drin. Endstand 7:5. Neuss gewinnt das Spiel ganz knapp, aber letzten Endes auch souverän. So, ja. Wir versuchen uns jetzt gleich mal die Stimmen der Trainer eben einzufangen. Warte. Ja. Wie beurteilst du den Sieg heute? Verdient, unverdient? Verdienter Sieg. Ich fand, wir waren schon stärker das ganze Spiel über. Hatten die deutlichen Chancen, die wir nicht genutzt haben. Und gehen verdient als, Jahresendmeister in die Pause. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und, merkst du. Okay, was sind so die Ziele jetzt noch für die Saison? Aufstieg? Ja gut, ist jetzt wohl nicht mehr von der Hand zu weisen. Wenn man nach sechs Spielen mit 18 Punkten da steht, kann nur das Ziel Aufstieg sein. Aber es kommen jetzt 4 schwere Gegner auswärts. Von daher, ich stapel immer gern tief, kennt der Tobi ja. Und von daher, ja, wir gehen natürlich als Favorit da rein, aber wissen auch um die schwere Aufgabe auswärts in den anderen Hallen. Schöne Weihnachten. Gleichfalls. Jetzt bist du. Ich höre das. Ja. Ja, erstmal schade, spannendes Spiel. Wie würdest du das ganze Spiel beurteilen? Ja, ich würde sagen, das Spiel war auf das Messer schneide. Wir haben früh 3-0 geführt, waren aber auch nicht 3-0 besser. Die Neusser sind sehr abgezockt, immer wieder zurückgekommen. Ich glaube, wir haben zwei sehr starke Torhüter gesehen in beiden Toren. Letztendlich, wenn man das Ergebnis sieht, ist vielleicht die Eckenquote unterm Strich das Entscheidende. Das Quäntchen, was Neuss einfach mit ihrer Bombenecke uns einen Tacken voraus hat. Ich glaube, alle Leute hatten Spaß kurz vor Weihnachten. Wir ein bisschen weniger als die Neusser leider. Aber ich glaube, unsere Zeit wird schon noch kommen. Und was sind dann eure Ziele noch fürs neue Jahr? Oder womit wollt ihr ins neue Jahr starten? Ja, also ich glaube, dass wir eine junge Truppe haben, die eine Menge Potenzial hat. Wir möchten uns auf jeden Fall in der zweiten Liga fest etablieren, mit unten nichts zu tun haben. Mal sehen, wie die Ergebnisse jetzt am Wochenende laufen. Also wir wollen einen klaren Klassenerhalt schaffen und möglichst viele Punkte aus den letzten 4 Spielen holen. Die Spiele sind meistens alle eng und die möchten wir möglichst häufig gewinnen. Vielen Dank, guten Rutsch. Schöne Weihnachten. Danke. Wir verabschieden uns dann jetzt auch und wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Von mir auch. Bis zum neuen Jahr.